Ich habe schon überlegt, was sagt man jemandem, der sein eigenes Pavé-Stück bei Paris-Roubaix gekriegt hat? Außer herzlichen Glückwunsch. Puh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, herzlichen Glückwunsch trifft es ganz gut. Es ist irgendwie gerade so ein bisschen unreal, so, dass gerade irgendwie so, ja, echt überwältigt so von den ganzen Emotionen der Leute, die auch hier sind. So, die freuen sich alle, sind alle super happy. Ich bin echt überglücklich. Es ist echt Wahnsinn. Also es ist jetzt nichts, wovon ich mein ganzes Leben geträumt habe, wenn ich ehrlich bin, weil es einfach so weit von ab von dem irgendwie von meiner Vorstellungskraft irgendwie gewesen wäre, da meinen Namen in die Geschichte von Paris-Roubaix irgendwie so zu verewigen. Aber es ist unglaublich. Also mir fehlen echt so ein bisschen die Worte, wenn ich ehrlich bin. Du wusstest ja vorher, dass dieser Tag heute kommen wird. Und mit welchen Erwartungen bist du hergegangen? Und wie ist das, wenn du hier siehst, dass hier Leute, eine Frau hat gerade gesagt, die ist aus Paris hierher gekommen, um heute hier dabei zu sein? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie ist das für dich? Ja, es ist schon einfach nur schön zu sehen, wie groß einfach die Emotionen von den Leuten sind, was man mit Radsport, mit Radrennen irgendwie bewegen kann und dass man irgendwie so ein Teil von dem ist. Ich meine, am Ende dreht sich nicht nur alles um den Rennfahrer an sich, sondern halt auch um das Ganze drumherum. Und genau das hier, das gehört halt einfach dazu. Und das macht es auch zu dem, was es ist. Einfach ein tolles Radsport-Event, was einmalig ist. Du kennst den Sektor. Beschreib ihn uns mal. Gefällt er dir? Haben sie den richtigen ausgewählt? Die haben auf jeden Fall erstmal vorneweg gesagt, den längsten ausgesucht. 3,7 Kilometer ist schon ein richtiger Happen, den wir da jedes Jahr zu bewinden haben. Der ist so ein bisschen in drei geteilt, sage ich mal, oder zwei geteilt. Ein kurzes Stück und dann nochmal ein richtig langes. Und das ist ganz berüchtigt, weil da halt auch immer relativ was offen ist, komplett offen, offenes Feld, und da ist immer ganz viel Wind. Und ganz oft weht der Wind so schräg von der Seite hinten, so Schiebekante, und das macht es extrem unangenehm, wenn man nicht ganz vorne ist und nicht dort auch die Initiative ergreift. Ganz oft versuchen da Teams, das Feld dort schon mal zu testen, auseinanderzureißen, und unter anderem sind damals Johann Musio mit seinen anderen zwei Kollegen von Mapai losgefahren, und die haben es dann bis zum Ziel geschafft, genau auf dem Pflasterstück, was jetzt meinen Namen trägt. Das ist schon echt krass. Wie viele Kollegen haben sich gemeldet und gesagt, boah, ich hätte auch gern so ein Pflasterstück? Ja, die Resonanz war echt extrem, wie das auch so durch die Medien gegangen ist, muss ich sagen. Wie viele Freunde und enge Bekannte haben mir einfach irgendwie geschrieben haben und mir dazu gratuliert haben, und das war ja aus dem Nichts raus und halt trotzdem echt wunderschön. Das hat ja auch einen Hintergrund, die Vergabe an, also diese Ehrung, die es einfach für dich ist, dass du dich auch eingesetzt hast für das Juniorenrennen. Ist das was du merkst, wenn du hier bist? Weil wir haben gerade gesehen, die Leute von den Amis und auch von denen, die das Juniorenrennen machen, sind auch hier. Ist das was du die ganze Zeit merkst, dass da in gewisser Weise eine Dankbarkeit da ist? Auf jeden Fall, die Dankbarkeit, die ist vollkommen da. Das war letztes Jahr, als diese ganze Aktion quasi angefangen hat, also als wir gesagt haben, okay, wir wollen hier helfen. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Frankreich auch zur Tour de Provence unterwegs, und dann haben wir in so einer Nacht- und Nebelaktion dieses Crowdfunding gestartet, und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und öffne den Browser und gucke, wie viel Geld wir schon zusammen haben. Da waren wir schon weit über dem, was wir eigentlich machen wollten. Und dann sind wir zum Einschreiben, weil dann am nächsten Tag war ja die Etappe, die letzte Etappe, die ich dann auch gewonnen habe an dem Tag auch noch. Und da sind so viele Leute schon auf mich zugekommen, an dem Tag schon, und haben sich bedankt, und es waren einfach mega glücklich, dass jemand dort auch an den Nachwuchs denkt und an die junge Generation. Du hast das Rennen schon einmal gewonnen, jetzt hast du dein eigenes Pflasterstück. Der Druck ist jetzt ziemlich hoch. Der Druck ist jedes Jahr, denke ich, hoch. Ich meine, es ist mein Lieblingsrennen, und auf der einen Seite ist der Druck hoch, auf der anderen Seite habe ich aber auch schon einen Pflasterstein zu Hause stehen, und dementsprechend werde ich dort auch relaxed ins Rennen gehen, und das mit
mit allem, was geht, irgendwie zu versuchen, zu genießen. Und das ist auch das, worauf es drauf ankommt. Dann kann man, glaube ich, auch am meisten rausholen. Ich dachte, du kündigst jetzt hier die Attacke direkt an dem... Auf meinem eigenen Pflasterstück, ja. Da ist für meinen Rennfahrertyp, glaube ich, noch ein bisschen weit.